ihr Lieben, ich habe im Dezember 11 Bücher gelesen und ich sage euch jetzt, was ich davon gehalten habe. Buch Nummer 1, wer mir jetzt schon eine Weile folgt, weiß, Petra Schier zeige ich immer wieder, ist Band 1 der Adelina-Reihe, Tod im Beginnhaus, hat mir recht gut gefallen. Ich habe 4 von 5 Sternen vergeben, hat insgesamt 352 Seiten. Und weil ich einfach Band 4, 5 und 6 schon gelesen habe und die fand ich von der Story und sozusagen dem Miteinander der Menschen in Zacken besser. Und ja, hier im Beginnhaus gibt es ein paar Todesfälle und die noch nicht Apothekermeisterin Adelina, das kommt erst in den späteren Bänden, forscht ein bisschen nach und lernt in diesem Buch auch ihren späteren Mann kennen. Und da hätte es ruhig schon ein bisschen mehr Tiefgang geben können. Sorry, ich muss mich neu umsetzen. Ich habe hier meine Füße schlafen ein. Ja, dann habe ich ein sehr tolles Buch gelesen, obwohl es auch nur 4 Sterne bekommen hat, weil da Höhen und Tiefen mit dabei waren. Red Rising waren 576 Seiten und wir haben das ja gelesen in einer Leserunde und Phil hat uns ja das ganze Jahr über schon angefixt und hier geht es um Darrow und er ist ein Roter auf dem Mars und sozusagen unter Tage wird dort Helium 3, 4 abgebaut und die denken die ganze Zeit, das dient dazu, den Mars zu besiedeln, weil es den Menschen auf der Erde nicht gut geht. Fakt ist aber, und das findet er dann auch raus, dass das Universum schon längst besiedelt ist und dass es auf dem Mars auch goldene und andere Farben gibt und dass die Roten eigentlich ausgebeutet werden und wirklich unter schlimmsten Bedingungen müssen die dort hausen. Und Darrow wird zu einem Goldenen. Da habe ich jetzt noch nicht so viel verraten, weil das mehr oder weniger auch hier hinten drauf steht. Die ersten, was waren das? 120 Seiten oder so, 150. Fand ich übertrieben. Viele haben auch schon gesagt, es geht sehr rasant zu. Also es wird vieles übersprungen. Man hat zum Teil gar keine Zeit, sich in irgendwen reinzuversetzen. Und die Umwandlung von ihm in dem Goldenen fand ich auch... Müsst ihr selbst lesen. Aber die Goldenen haben dann so eine Art Ausbildung und da streiten sich die Geister bei uns. Manche fanden die richtig daneben. Ich fand's geil. Ich habe an einem Tag, glaube ich, 270 Seiten gelesen. Diese ganze Phase, das war Wahnsinn, was da passiert ist. Und die letzten 50, 60 Seiten haben mir dann wieder nicht so gut gefallen. Und deswegen insgesamt die 4 von 5 Sternen, weil zwischendurch waren es 5,5 Sterne und der Rest war so okay. Dann ein Highlight des Jahres, Die Jünger der Finsternis von Alexander Kühnert. Ist ein Fantasy-Spielbuch und habe ich euch jetzt schon relativ oft gezeigt. Gibt es auch eine Rezension dazu. Man springt immer so durch das Buch und hat hier immer solche Optionen, hier, wo man weiterspielen kann. Und ich finde das unglaublich cool. Man kann Fähigkeiten wählen, man hat ein Zufallssystem, was einem so passieren kann und wie die Kämpfe ablaufen. Man kann es immer wieder spielen, hat immer wieder andere Gegenstände, andere Situationen, je nachdem, welche Entscheidungen man trifft. Ich finde es unglaublich spannend. Hat nur 42 Seiten, ich habe 5 von 5 Sternen vergeben und ja, hier kommt gleich das nächste. Ich habe dann vom Manticore Verlag ein Rezensionspaket bekommen, 3 Stück und da unter anderem drin Sorcery von Steve Jackson. Da habe ich 4 von 5 Sternen vergeben. Es hat 260 Seiten. Aus 2 Gründen, sowohl dieses Buch als auch das, was ich euch nachher zeige, hat hinten eine Zufallsgeneratoren-Tabelle und dadurch kann man das Buch überall spielen, vorausgesetzt, man hat einen Bleistift und das Buch. Und hier braucht man einen Würfel, jetzt kann man natürlich sagen, oder 2 Würfel, da ist er jetzt ganz schön etepetete, aber wenn man so eingemummelt im Bett sitzt, dann, also, ne, es ist nicht 100% praktikabel. Und man kann hier im Prinzip nur wählen, ob man Zauberer ist oder ein
ein Kämpfer. Also man hat ja nicht verschiedene Fähigkeiten wie heilen, Fährten lösen und so weiter. Trotzdem hat man hier hunderte von Möglichkeiten. Also es ist trotzdem 4 von 5 Sternen, ist trotzdem ein richtig gutes Buch. Und hat mir auch richtig gut gefallen. Zur Story kann ich halt nicht so viel sagen, weil je nachdem, wie oft man oder welche Entscheidungen man trifft, hat man zum Teil eine andere Geschichte zu erzählen. Ne? Und ja, sehr cool. Habe ich noch nicht geschafft, ein zweites Mal zu spielen. Also Die Jünger der Finsternis habe ich 3-mal gespielt. Und habe ich aber noch vor. Und ich speichere mir beide Charaktere, die ich mir erspielt habe, weil in der Fortsetzung nimmt man seinen Charakter mit. Und ja, dann will ich einfach 2 verschiedene Charaktere haben. Ja, also sozusagen einen Kämpfer und einen Magier. Sehr cool. Und ich glaube, im Februar werde ich mir dann noch weitere Bücher kaufen aus dem Genre. Jetzt im Januar bin ich erstmal schon voll. Wer mein Subvideo gesehen hat, weiß, maximal 8 Neuzugänge im Monat und ich habe noch Geburtstag nächste Woche. Dementsprechend ist jetzt erstmal so ein kleines Buchkaufverbot. Ja, dann doch, habe ich gelesen von Vanessa Walter, Der Feuerflug des Elfenkönigs, hat mir leider nicht so gut gefallen. Das ist der zweite Teil, man hat wieder die 2 Kinder, die in die Elfenwald, in diesen Zauberwald gehen müssen, um dort einiges richtig zu stellen. Auch beim ersten Teil hat man hunderte von Problemen und es hätte mehr als ein Buch gebraucht, um diese Geschichte vernünftig zu erzählen. Hat 256 Seiten, ich habe vergessen, vergeben 3 von 5 Sternen. Dann immer noch kein E-Book. Oh, ich habe vergessen. Ja, ich habe es vergessen, das E-Book. Die schönste Zeit des Jahres von Jackie Fellgut. Hier ist es gleich. Ist eine Weihnachtsgeschichte und man hat Zoe und der ist Weihnachten so ein bisschen vergällt worden durch einige Sachen, die passiert sind, die ich zum Teil nachvollziehen kann, zum Teil ein bisschen übertrieben fand. Und es hat 195 Seiten, ich habe 3 von 5 Sternen vergeben. Die Geschichte ist sehr niedlich, sehr weihnachtlich, nämlich ihr bester Freund aus Kindertagen bringt ihr das Weihnachtsfest wieder näher, zum Beispiel mit einem selbstgemachten Weihnachtskalender, wo verschiedene Aufträge drin sind. Es ist sehr süß, ist auch eine Liebesgeschichte. Aber in diesem Buch blubberte es ständig, die Gefühle blubberten, das Herz blubberte, es summte im Kopf, die Gefühle summten, es summte im Bauch, es summte im Herzen, es blubberte, es glühte, es schimmerte, dauernd passierte irgendwas mit den Organen, mit dem Magen, mit dem Herz, mit der Lunge, mit der Haut. Das war mir zu viele Beschreibungen, zu gewollt, also zu viele gewollte Umschreibungen von Gefühlen und Dingen da. Boah, das ist, wen das interessiert, ich habe einen Vlog dazu und da lese ich da mal ein bisschen was vor. Ja, das war das E-Book. Dann habe ich bekommen zu Weihnachten, zu unserem Weihnachtsessen, die witzigsten Schülerantworten. Und also das ist Teil 1, nenne 3 Nadelbäume. Und habe ich relativ viel schon markiert. Gibt es sehr witzige Schülerantworten. Allerdings habe ich nur 3 von 5 Sternen vergeben auf diese 224 Seiten. Weil zwischendurch immer die Anmerkung der Autoren, die waren zum Teil strunzendämlich, also die haben es auch versaut. Nenne die Anhänger Luthers, Beamte. Ja, das ist nicht so witzig. Welche Neandertaler kennst du? Ich kenne keine, weil sie alle tot sind. Ist halt eine schlecht gestellte Frage, ne? Bei manchen Fragen habe ich auch das Gefühl, dass Lehrer irgendwie keine richtigen Fragen stellen können zum Teil. Schreibe die passenden Elemente aus dem Periodensystem neben die richtige Abkürzung, zum Beispiel Fee, Feenstaub, Eisen, ja. Fand ich zum Teil recht witzig, wir hatten auch viel Spaß, als wir uns das gegenseitig vorgelesen haben, aber es sind halt nicht nur witzige Schülerantworten, vor allem wenn man drüber nachdenkt und weiß, was sie sich dabei gedacht haben, sind manche halt gar nicht so falsch, also in Bezug auf die Aufgabenstellung und naja, ja. Dann hatte ich noch ein E-Book. Ich habe nur 2 E-Books gelesen. Und zwar
von Richard Castle, Heatwave. Falls jemand die Serie kennt, Castle, da ist schon ein bisschen älter. Da haben wir die Polizistin Kate Beckett und die gerät an den Romanautor Richard Castle. Und weil er so gute Beziehungen hat, darf er quasi sie als Polizistin begleiten und recherchieren für seine neuen Bücher. Und er schreibt dann diese Nicky Heat-Reihe. Ne, ist also eigentlich eine Idee aus der Serie. Das ist, kann man dazu... Naja, meine Softbox lässt grüßen. Und hier hat man einen Baumogul, Grundstücksmogul. Und der stürzt aus dem Fenster und da wird eben... ermittelt. Ich mag solche Ermittlergeschichten sehr. Ich mag halt auch diese Serien, CSI, NCIS, Castle, Mentalist und so weiter. Und ja, was mich halt ein bisschen enttäuscht hat, ist, dass die zwei gleich in dem ersten Teil schon zweimal Sex haben. Und bei den Serien ist es ja so, dass es meistens erst ein paar Staffeln dauert. Und deswegen, dass man also A, immer diese Fälle hat, die ich spannend finde, aber B, hat man auch immer dieses irgendein Pärchen, bei dem man sich halt wünscht, dass da was passiert. Und das war mir. Deswegen bin ich gar nicht so motiviert, jetzt weiterzulesen, weil so habe ich vergeben, auch 4 von 5 Sternen, weil mir der Fall und die Auflösung gut gefallen haben. Ja, dann, ich hatte es schon angesprochen, Einsamer Wolf von Joe Dever. Band 1 ist das letzte Fantasy-Rollenspielbuch, was ich gelesen habe im Dezember. Mir ist sehr gut gefallen, habe ich 5 Sterne vergeben. Aus dem Grund, den ich schon genannt habe. Zum einen hat man halt immer hier diese Zufallsgeneratoren-Tabelle, was das Spielen einfach ein bisschen einfacher macht. Und zum anderen kann man hier 5 von uns, glaube ich. Ja, 5 Disziplinen wählen. Und je nachdem, was man gewählt hat, hat man ein komplett anderes Spiel. Und das ist einfach geil. Also Tarnung, Jagd, Sechstersinn, Spurensuche, Heilung, Waffenkunde, Gedankensperre, Gedankenstrahl, Tierverständnis, Geist über Materie. Cool. Wirklich cool. Und da freue ich mich auch schon drauf, will ich auch noch ein zweites Mal spielen, wenn ich dann wieder ein bisschen mehr Zeit habe. Und das war im Dezember ja alles recht knackig. Und ja, dann nimmt man seinen Charakter ebenfalls mit in den nächsten Band. Auch das möchte ich im Februar angehen, da habe ich nämlich Ferien. Ja. Also 5 von 5 Sternen auf 472 Seiten. Heatwave hat übrigens 220, habe ich glaube ich nicht gesagt. Dann habe ich gerade eine Rezension gedreht zu diesem Scheißbuch Engelsspiel von Klaus Schucker. Habe ich 1 von 5 Sternen vergeben. Geht um einen Typen, der seine Frau betrügt mit einer 17-Jährigen, wo er nicht weiß, dass sie eine 17-Jährige ist. Und sie hat ihren eigenen Plan und beschuldigt ihn der Vergewaltigung aus Gründen, die kompletter Blödsinn sind. Und dieser Typ, dieser Daniel Schillenwind, ist einfach mal das größte Arschloch auf... Nee, nicht das Größte. Es gibt, glaube ich, Menschen, es gibt viele Menschen, die wesentlich schlimmere Dinge getan haben. Da erzähle ich jetzt Mist, aber mir war er so unsympathisch in diesem Buch. Und soll er doch im Knast verrotten, ey. Ja, 1 von 5 Sternen auf 400 Seiten. Und das letzte Buch, was ich beendet habe, am 31. Winston Carter Undercover. Ja, Carter Undercover. Von Frau Scheunemann ist der 5. Band der Winston-Reihe. Geht es um den Kater Winston. Er und seine Dosenöffnerfamilie machen Urlaub in einem Vergnügungspark, beziehungsweise er sollte eigentlich in die Tierpension, aber das Mädchen Kira schmuggelt ihn sozusagen mit. Und in diesem Vergnügungspark macht eine Bande von Taschendieben treibt dort ihr Unwesen und Winston und Kira müssen da halt erstmal herausfinden, was Phase ist und den geklauten Verlobungsring wiederfinden, damit der Dosenöffner-Papa sozusagen einen Heiratsantrag machen kann. Ja, eine sehr schöne Geschichte. Hatte 216 Seiten. Vergeben habe ich 4 von 5 Sternen, weil ich teilweise... ja, teilweise ist es manchmal ein bisschen übertrieben, teilweise manchmal, wie Winston sich bemerkbar macht und
wie er und Kira sozusagen versuchen, miteinander zu kommunizieren, da denke ich mir manchmal, naja, ein bisschen weniger ist vielleicht doch mehr, aber 4 von 5 Sternen ist ein tolles Buch. Kann eine ganze Reihe empfehlen. Und ich habe auch die anderen 4 Bände hier. Ich kriege die immer schön zu Weihnachten oder zum Geburtstag von Leuten, die das Buch dann gleich im Anschluss lesen möchten. Deswegen muss ich jetzt noch schnell, die Videos drehen, damit, wenn ich nächste Woche, gut, bei euch stimmt das jetzt nicht, aber jetzt in einer Woche feiere ich meinen Geburtstag und da werde ich das Buch leider schon wieder los. Deswegen, ja, das war es insgesamt. 11 Bücher mit 3213 Seiten ist leider nicht so viel, aber gemessen an dem, was ich korrigiert habe im Dezember und die ganzen Weihnachtsvorbereitungen und dass ich zwischen Weihnachten und Silvester eigentlich nur unterwegs war, Familie und Freunde besuchen, ist das vollkommen okay. Und ja, das war es erstmal wieder von mir. Ja, und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin. Tschüss!